Hallo, mein Name ist Sandra Schumacher und ich freue mich, dass du dieses Video anschaust. Worum geht's? Es geht darum, wie du, wenn du in der Schule arbeitest, dir dein Umfeld so gestalten kannst, dass es dir gut tut. Was meine ich damit? Ich habe einen Kunden, Thomas, der sich folgende Fragen gestellt hat. Er ist Lehrer und ist auch in der erweiterten Schulleitung tätig und ist nachmittags, abends, wenn er nach Hause kommt, immer fix und fertig. Und als er sich überlegt hat, woran das eigentlich liegt, dass in seiner Arbeit so unglaublich anstrengend ist, ist er auf folgende Punkte gekommen. Dass er nämlich sich wünscht, immer nur noch eine Sache auf einmal zu machen. Denn was passiert, wenn er bei den Kindern ist, wird er durch Schulleitungsfragen gestört. Also Kollegen kommen vorbei und er soll eine Entscheidung treffen. Wenn er im Lehrerzimmer sitzt und sich eigentlich seiner Pause und seinem Kaffee zuwenden will, kommt ein Telefonanruf, der dringend ist und er soll ans Telefon gehen. Wenn er eine Pausenaufsicht macht und eigentlich sich darauf konzentrieren möchte, kommt eine Kollegin, die eben mal kurz noch eine Frage zur gestrigen Teamsitzung hat. So, und jetzt hat er für sich erkannt, dass das einfach eine Situation ist, die daran schuld ist, dass er immer so erschöpft ist. Und Thomas möchte seine Situation verändern und darüber, wie er das schaffen konnte und schaffen kann, möchte ich in dem Video über dich sprechen. Was ist der allererste Punkt und geht es überhaupt, dass man die Situation verändert? Du magst vielleicht sagen, naja, bei ihm in der Schule ist es halt so, dann, da erledigt man eben in der Pause organisatorische Dinge, da kommt die Sekretärin eben rein und stellt Anrufe auch durch. Also der allererste Punkt, den Thomas sich fragen muss, ist, sieht er sich als derjenige, der sein Leben gestaltet oder lässt er sein Leben sich und sein Umfeld und sein Wohlbefinden gestalten? Also sieht er sich als Macher in seinem Leben oder sieht er sich als Gemachtwerder? Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, denn wenn du dich als Macher siehst, dann glaubst du wirklich ganz fest dran, dass es in deiner Kraft und in deiner Verantwortung liegt, dein Leben so zu gestalten, dass es so ist, dass es zu dir passt, dass es dir gut tut, dass es auch daraufhin einwirkt, dass du deine Fähigkeiten und Stärken möglichst gut einsetzen kannst. Und der allererste Schritt ist ja, und das hat Thomas sehr gut erkannt, dass die Energie, die wir haben, den Tag über auch bei uns bleibt, damit wir sie für die wirklich wichtigen Dinge einsetzen. Und vielleicht kennst du das, dass du in einer ganz kleinen Situation bist, was Unvorhergesehenes kommt und du plötzlich dich ganz energieleer fühlst. Also oft kommen diese Energiefresser nicht wie große Dinge her, daher tolle Entscheidungen, die uns irgendwie monatelang oder unser ganzes Leben verändern, sondern es sind die ganz kleinen Dinge. Und das hat Thomas erkannt, ja? Und er hat auch für sich entschieden, dass er der Macher seines Lebens ist und hat begonnen, tatsächlich sich sein Umfeld zu gestalten, dass dieses Ziel von ihm, immer nur noch eine Sache gleichzeitig zu machen, ganz, ganz schnell eigentlich umzusetzen war. Das eine ist, er hat darüber geredet. Ja, also wie hat er das gemacht? Das interessiert euch jetzt natürlich, klar. Der erste Schritt ist, wir haben gemeinsam überlegt, wie kann er seinen Kollegen das klar machen, dass sich was verändert hat. Und er hat gesagt, ich will darüber reden. Das ist mir ganz wichtig. Ich will sagen, dass ich da was verändern werde. Und er hat sich sogar ein großes Plattform dafür genommen, eine richtige Bühne, weil er gesagt hat, ich möchte es wirklich groß machen, denn es ist was, was für mich wie ein Versuch ist und der soll nicht im heimlichen Stillen passieren, sondern es ist ein Experiment, dass ich das wirklich für eigentlich jeden bei mir in der Schule verändern kann und ich möchte darüber reden und in der nächsten Teamsitzung, als tatsächlich alle 60 Mitarbeiter da waren, ist er aufgestanden, hat gesagt, ich möchte euch was sagen. Ich habe für mich erkannt, dass ich mit der Art und Weise, wie wir hier miteinander umgehen, nicht gut klarkomme. Ich verliere unglaublich viel Energie durch dieses Zack, 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 immer alles gleichzeitig machen. Ich werde das jetzt verändern. Ich habe mir drei Dinge vorgenommen, wie ich das mache. Das erste, dass ich euch bitte,
mich einfach nicht mehr zu stören. Also ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr gerne mehr E-Mails schreiben könnt. Die kann ich lesen, wann ich will. Ihr könnt mir gerne Zettel in die Hand drücken. Und ihr könnt mich auch gerne fragen, ob es gerade geht. Aber ich möchte nicht mehr, dass ihr mich trefft und einfach losplappert. Dass ihr mich trefft und mir einfach ein Telefon in die Hand drückt. Dass ihr mich trefft und einfach über mich verfügt. Das möchte ich nicht mehr, und zwar ab jetzt sofort. Das waren so deutliche Worte, dass die Kollegen gemerkt haben, wow, also da steckt was dahinter. Thomas hat sich da wirklich, wirklich Gedanken gemacht und er möchte tatsächlich wirklich was verändern. Wow, da müssen wir mal ein bisschen uns auch verändern und uns reflektieren. Das war das Erste, was er gemacht hat. Also mit den Kollegen tatsächlich gesprochen. Das Zweite, er hat sich am Montagmorgen, kann man auch am Sonntagabend machen, aber er hatte Montagmorgen einen Timeslot frei, hat sich am Montagmorgen hingesetzt und hat seine Woche ganz eisenhart geplant und hat sich überlegt, welches Ziel, welches Hauptziel, und er war ganz, ganz streng am Anfang, also mit sich, welches Hauptziel habe ich in der Woche? Konzentriere ich mich vor allem auf die Kids, vor allem auf die Schulleitung? Was sind die Punkte, die ich vorantreiben will in der Woche? Und hat da wirklich weniger ist mehr, dem Grundsatz weniger ist mehr gefolgt. Und diese klare Planung hat ihn durch die Woche getragen. Und dann der dritte Punkt, und der ist genauso wesentlich wie die ersten beiden, also drüber reden, ganz genaue Planung mit Zielfestsetzung, was will ich in der Woche schaffen. Und die dritte Sache war reflektieren und stolz sein. Und er hat sich tatsächlich das alles schriftlich auch aufgeschrieben und hat am Ende der Woche das, was er am Anfang mit der Planung gemacht hat, am Ende das mit der Reflexion gemacht und hat sich überlegt, was ist gut gelaufen und was nicht. Und vielleicht wisst ihr, wie lange es dauert, bis man eine Gewohnheit wirklich in sich aufgenommen hat, als was wirklich, wo man nicht mehr drüber nachdenken muss. 33 Tage dauert es im Durchschnitt. Und das hat Thomas sich dann auch zum Ziel gesetzt, dass er das tatsächlich einen ganzen Monat macht. Und dann haben wir wieder miteinander überlegt nach dem Monat. Und vielleicht magst du dich ja auch mal eingeladen fühlen, wenn du das Video angeklickt hast, dann ist es ja vielleicht auch ein Thema von dir, eine Frage von dir. Also ich sag nochmal, drüber reden. Gute Planung, dir genau überlegen, was will ich eigentlich, und es auch nochmal reflektieren und stolz sein. Das waren die drei Punkte, wo ich mit Thomas super gut gelaufen bin und wo er es geschafft hat, in seinem Lehrer- und Schulleitungsdasein eine Klarheit reinzukriegen und den Energiefresser ständig tausend Sachen gleichzeitig, ich übertreibe jetzt, das ist euch klar, tausend Sachen gleichzeitig zu erledigen, aus seinem Schulleben zu verbannen. Und ich lade dich ein, gerne in den Kommentaren, wenn du das ausprobierst, deine Erfahrungen zu hinterlassen, und danke dir sehr für das, was du in Schule tust. Ich habe ganz, ganz, ganz viel Respekt vor Leuten, die ihre Zeit und ihre Energie, ihre Lebenszeit in Schule einsetzen. Ihr werdet gebraucht. Danke dafür. Tschüss.